Servus Leute und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ich bin die Jessie und habe heute ein Auto für euch dabei, das was ganz Besonderes ist. Und ich sage euch ja immer, jedes Auto ist besonders, aber dieses legt noch eine Schippe obendrauf. Denn wir haben jetzt hier ein Auto, das elektrisch ist und gleichzeitig auch solarbetrieben ist. Und zwar den Sonos Xeon. Und falls ihr heute alles zu dem wissen wollt, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert auch unseren Kanal The Car Crash Review. Würde mich tierisch freuen. Hier gibt es jeden Tag ein Review von Jan oder auch von mir. Und was werden wir heute gemeinsam machen? Wir werden über die Optik dieses Prototypens hier sprechen, über den Motor, über das Laden, über das ganze Konzept, den Innenraum und ihn hier jetzt auch auf abgesperrter Teststrecke fahren. Falls ihr darauf Bock habt, bleibt jetzt gerne dran, dann gehen wir erstmal los und schauen uns etwas genauer an. Kommt mit! Wir sind hier vorne angekommen, vielleicht erstmal zu unserem Kooperationspartner. Und zwar ist es GoLeasy. Was machen die? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum. Und da findet ihr garantiert auch den besten GoLeasy-Preis. Wahrscheinlich den Sonos Xeon nicht, denn den wird es erst 2023 geben. Hier steht jetzt ein Prototyp von 2020. Ich möchte ihn euch aber trotzdem zeigen, denn ich finde das Konzept sehr spannend, sehr interessant und ich glaube, es ist auch sehr zukunftsfähig. Jetzt erstmal zur Optik. Bei Sonos kann man den jetzt schon vorbestellen. Insgesamt haben schon 13.000 Kunden den vorbestellt, 3.000 Euro jeweils angezahlt. Aktuell laufen noch ein paar Investitionsrunden. 100 Millionen konnten sie schon einsammeln, 150 Millionen fehlen dann noch, bis dann das Auto wirklich auf den Markt und in Produktion kommen kann. Aber jetzt sprechen wir erstmal darüber, wie ihr den jetzt konfigurieren könnt. Und zwar könnt ihr das gar nicht. Den gibt es jetzt nämlich nur in diesem Schwarz und dafür hat Sono Motors die Community gefragt. Und die haben sich zwischen Weiß und Schwarz entschieden. Schwarz lag leicht vorne und dann war nochmal die Frage, nimmt man jetzt so ein glänzendes Schwarz oder nimmt man mattes Schwarz? Und das matte Schwarz ist viel effizienter, denn wir haben jetzt hier ganz viele kleine Solarpanels drauf. Und wir haben jetzt hier insgesamt 248 kleine Zellen drauf, die insgesamt dann bis zu 245 Kilometer Reichweite pro Woche im optimalsten Fall und im Durchschnitt 112 Kilometer in der Woche, wenn man vom Münchner Wetter ausgeht, eben nochmal zusätzlich hinzuladen können. Hier vorne haben wir dann einen Nasenlader, den machen wir gleich auf. Hier ist das Sono Motors Logo, das mag ich total gern, weil das ja sehr puristisch aussieht. Und sonst haben wir, wie gesagt, hier einen Prototypen. Wir haben jetzt hier alles in einem matten Schwarz. Hier unten dann auch nochmal so eine Lippe, die vorgeht. Und hier dann auch nochmal so ein Kühlungsgitter. Genau, so viel zur Optik. Und die Community wurde auch gefragt und wichtig war ihnen auch, dass wir LED-Leuchten haben. Die haben wir jetzt hier in diesem Fall bei den Prototypen auch schon. Ich finde ja diese Lichtform sehr interessant. Ich finde auch interessant, ob sie dann letztendlich so aussehen wird, dann 2023, wenn der auf den Markt kommt. Und Nasenlader sind ja so eine Sache. Ich bin nicht der größte Fan von einem Nasenlader, aber ich mache euch den mal auf. Wahrscheinlich wird es in Zukunft auch elektrisch gehen. Man kann den innen aufmachen oder mit einer App. Und hier ist jetzt eine Besonderheit neben den ganzen Solarpaneln, dass ihr nicht nur laden könnt, hier auf dieser Seite eben schnell laden oder auch an der Steckdose. An der Steckdose braucht ihr 12,5 Stunden. Ihr könnt ihn aber auch mit bis zu 11 kW laden. Dann ist er in 4,5 Stunden auf 80% und ihr könnt ihn mit bis zu 75 kW laden. Dann ist er in 35 Minuten auf 80%. Was ihr aber auch machen könnt, ist hier Strom rausholen. Heißt, ihr habt hier einmal eine Steckdose, mit der ihr eure Haare föhnen könnt beispielsweise oder auch eine Waschmaschine betreiben könnt oder auch einen Kühlschrank. Und ihr könnt aber auch ein anderes Auto laden. Ich versuche mal, ob ich es gerade aufbekomme. Man muss hier drauf drücken, genau, Profi. Und ihr könnt jetzt hier euer anderes Elektroauto laden mit einem Typ-2-Stecker eben. Sehr gutes Konzept, haben wir auch schon beim EV6 euch vorgestellt. In diesem Fall ist es auch möglich. Jetzt mache ich hier vorne mal wieder zu, ohne was kaputt zu machen. Ich freue mich auch schon total, den zu fahren, weil es ist wirklich was ganz anderes. Und insgesamt habt ihr jetzt hier eine Reichweite nach WLTP von 305 Kilometer, ohne die zusätzlichen 112 Kilometer in der Woche, die es eben durchschnittlich gibt. Und ihr habt jetzt hier unten einen Akku sitzen, genau eben zwischen den Achsen, der 54 Kilowattstunden fasst. Davor war der Akku erst mit 35 Kilowattstunden angedacht. Die Community hat in diesem Fall aber auch entschieden, wir hätten gern ein bisschen mehr Reichweite. Und jetzt haben wir eben 305 Kilometer nach WLTP plus eben die 112 Kilometer. Das ist sehr interessant, das Auto soll im Durchschnitt am Tag 35 Kilometer laden. Das heißt, es wäre eigentlich genau das, was so ein Durchschnittspendler brauchen würde. Und genau deshalb haben eben jetzt schon 13.000 Kunden oder unter anderem deshalb sich für dieses Auto entschieden. Und ich mag dieses Konzept, das ist nämlich
nicht nur nachhaltig, sondern eben doppelt nachhaltig. Wenn wir uns jetzt hier die Seite mal anschauen, vielleicht noch zu den Maßen. 4,47 Meter lang, 1,83 Meter breit und 1,66 Meter hoch heißt, er ist sehr kastig, sehr quadratisch, sehr praktisch, sehr gut. Und es ist kein SUV. Man hat sich dafür entschieden, sich gegen diese ganze SUV-Richtung zu entscheiden, gegen diesen SUV-Hype, sondern man hat hier so einen kleinen Van auf die Räder gestellt. Übrigens auch die Überhänge sehr kurz vorne und hinten. Ich bin nachher gespannt auf den Wendekreis. Bei Elektroautos ist es ja immer sehr gut. Und wir haben jetzt hier auch nur 16 Zoll Felgen, die ihr wählen könnt. Es gibt hier wirklich keine Option zum Konfigurieren, ist aber auch ja sinnhaft, weil man eben dann damit ja einfach die Produktionsstränge bzw. die Produktionsabläufe so kostengünstig wie möglich hält. Wenn wir jetzt mal nach hinten gehen, schauen wir uns noch das Heck an. Und am Heck ist auch interessant, dass wir hinten ja aufrecht stehende Leuchten haben. Die erinnern mich so ein bisschen wie an den Caddy beispielsweise, den ich euch ja auch schon vorgestellt habe. Hier hinten sind auch wieder sehr viele Solarpanel. Die Rückscheibe ist relativ klein und schmal. Man nutzt natürlich die größte Fläche, die man jetzt hier haben kann, zum Laden. Hier unten haben wir dann ja einen Stoßfänger, beziehungsweise hier ist der Stoßfänger. Und die einzige Option, die ihr habt, ist diese Anhängerkupplung. Die kann man dann zusätzlich noch hinzuschrauben. Da hinten steht es auch noch, Solar-Test-Vehicle. Wir haben hier ein, kein BEV, sondern ein SEF, ein Solar Electric Vehicle. Habe ich heute gelernt, ist mal was anderes. Und wir machen den Kofferraum jetzt mal gemeinsam auf und sprechen jetzt noch über das Volumen. Ich hoffe, ich kriege den noch auf. Ist wie gesagt Vorserie. Aha, jetzt hat es geklappt, der Knopf ist ein bisschen weiter oben. Wir haben jetzt hier 650 bis 1250 Liter Platz. Das ist eine Menge, schaut euch das mal an. Wir haben jetzt hier oben ausreichend Fläche und falls euch das nicht genug sein sollte, hat man hier noch einen doppelten Ladeboden. Ja, es ist jetzt nicht sonderlich sauber und noch nicht sonderlich gut verbaut alles, wie gesagt, Prototyp. Aber ihr habt hier nochmal sehr viel Platz, um was zu verstauen. Die Rückbank kann man bestimmt auch irgendwann noch umklappen, das geht zum aktuellen Status noch nicht. So viel dazu. Was wir als nächstes machen, ist noch gemeinsam auf die Rückbank gehen. Dafür mache ich jetzt hier mal zu. Und schau mal, wie viel Platz ich denn habe. Ich bin 1,64 Meter klein und dann würde ich sagen, kommt ihr mal mit. Ja, hier hinten angekommen, seht ihr schon, ich habe super viel Platz. Der Radstand ist nämlich sehr, sehr groß. Nach oben hin habe ich auch ausreichend Platz, fast zwei Fäuste. Und ja, auch hier drin wird es keine Konfiguration geben, aber wir haben jetzt hier Stoffsitze, die sind ganz weich gepolstert. Ob die letztendlich so in Serie erscheinen werden, weiß ich noch nicht. Aber man kann es hier hinten auf jeden Fall aushalten. Kinder können es ja auch aushalten, es wird bestimmt auch Isofix und sowas geben. Ich finde es auf jeden Fall ganz gut. Vorne zeige ich euch die Sitze dann gleich. Und dann schauen wir noch kurz in die Tür. Auch hier haben wir wieder relativ viel Hartplastik. Auch der Türöffner ist bestimmt noch Vorserie. Aber wie gesagt, mir geht es eher hier ums Konzept, das ich euch zeigen möchte. Und wenn wir jetzt hier gemeinsam rausgehen, erzähle ich euch noch so ein bisschen was zu den Motordaten und mache vorne mal die Motorhaube auf, dass ihr mal da reingucken könnt. Und würde sagen, dass ihr mal mitkommt und da vorne zeige ich euch dann alles. Der Motor ist hier natürlich nicht, aber ich möchte euch die ganze Elektronik hier vorne noch mal zeigen und ich möchte euch jetzt alles zu den technischen Daten sagen. Und zwar haben wir jetzt hier 162 PS und 270 Newtonmeter maximales Drehmoment. Der ist in 9 Sekunden auf 100 ungefähr und wird vor max 140 km/h schnell. Wir werden ihn gleich gemeinsam fahren. Ich freue mich auch schon total drauf. Reichweite habe ich euch schon gesagt. Akku habe ich euch auch gesagt, wo ihr den findet. Jetzt würde ich sagen, gehen wir rein. Da gibt es noch ein kleines Highlight und zwar Moos. Ja, da drin ist Moos. Das schauen wir uns auch noch gemeinsam an und dann fahren wir gemeinsam los. Kommt mit! Weiter geht's jetzt hier mit dem Innenraum und ich freue mich schon total, euch das Moos zu zeigen hier drin. Und damit fangen wir jetzt auch einfach mal an. Schaut mal, hier vorne haben wir nämlich einen ja, Luftfilter, der mit echtem Moos hier ausgefüttert ist. Das finde ich mega cool. So hat man so ein bisschen ja, Natur immer wieder dabei. An der Seite steht auch nochmal Driven by the Sun. Wir haben jetzt hier ein solarbetriebenes Auto, habe ich euch ja schon gesagt. Und hier oben habt ihr dann so einen kleinen Lüftungsschlitz. Und wenn ihr da reinguckt, erkennt ihr auch schon, der ist beleuchtet. Die Farben kann man umstellen. Ich zeige euch auch gleich, wie. Hier habt ihr dann auch nochmal so ein Marmormuster, nenne ich es jetzt mal, drumherum. Hier ist alles per Soft Touch und ich finde es schon ganz schön schick, oder? Ist doch mal was ganz anderes. Ich finde es super witzig. Und hier unten seht ihr ganz viele Namen. Das sind die ja, Vorbesteller zum Status X, also 2020, habe ich euch, glaube ich, gesagt. Seitdem das Auto eben hier, der Prototyp hier stand, das waren die ganzen Vorbesteller. Da war der Lars dabei, der Stefan und das ist auch irgendwie ganz cool. Ich mag diesen Community-Gedanken hier bei Sono Motors. Schaut mit mir mal noch in die Tür. Die Tür ist jetzt genauso wie auf der Rückbank. Relativ viel Hartplastik. Ich bin mir ziemlich sicher, der Türöffner wird noch ein bisschen anders sein.
Deswegen Einblick genügt, so wird ungefähr die Fläche sein. Übrigens außen sind die Flächen auch alle sehr gerade gehalten, weil man eben Kosten sparen möchte. Wenn man da zu viele Dellen reinmachen würde, wäre das umso komplizierter mit den ganzen Solarelementen. Deswegen ist ja alles sehr quadratisch praktisch gut und auch gerade. Sitze können wir uns auch mal anschauen. Die sind aus Stoff, sind ganz gut gepolstert, geben auch ganz guten Seitenhalt, haben jetzt so ein Wabenmuster. Ja, so viel muss ich glaube ich nicht dazu sagen. Ich bin gespannt, wie es dann in Serie aussieht. Fußmatte sage ich jetzt auch noch nicht so viel dazu. Und dann haben wir jetzt hier noch eben diese Mittelkonsole. Ihr seht auch, da unten ist die ganze offene Elektronik noch. Lasst euch davon nicht verwirren. Und wir haben auf jeden Fall schon mal einen Plan für den Handyhalter. Hier ist der Notstopp-An- und Aus-Knopf. Es wird auch noch einen An-Knopf geben, den haben wir jetzt hier noch nicht drin. Zwei Cupholder und hier wird wahrscheinlich noch mal eine etwas komfortablere Armauflage hinkommen. Bin ich mir ziemlich sicher. Und was wir jetzt als nächstes machen, ist, dass der Jan mal reinkommt und ich zeige euch hier drin mal alles. Und dann fangen wir zuerst mit dem Lenkrad an. Das sieht aus wie in meinem Fiat Uno, den ich damals hatte. Baujahr 91, wie ich. Hier dann das Sono-Zeichen in der Mitte. Sehr interessant. Auch da bin ich gespannt, ob das dann so in Serie aussehen wird. Und hier in der Mitte haben wir dann ein 10-Zoll-Display. Das ist das Infotainment. Und vorne haben wir auch noch ein digitales Cockpit. Das schauen wir uns jetzt kurz mal gemeinsam an. Und hier haben wir jetzt eben die Gänge, die wir einstellen können. Also P, R, N und D. Hier dann eben die Geschwindigkeit. Hier unten haben wir dann eben den Batteriefüllzustand, 54 Kilometer Reichweite, 78% und 9% eben über Solarenergie. Eine Sache noch, wir haben jetzt hier den alten Akku noch drin mit 35 kW. Die Community wurde befragt und hat gesagt, wir brauchen auf jeden Fall mehr Kapazität hier. Deswegen haben wir jetzt hier einen 54 Kilowattstunden fassenden Akku. Und interessant ist jetzt auch, dass es hier eine bisschen andere Technik ist, wie das, was wir euch bis jetzt vorgestellt haben. Und zwar ist es jetzt hier eine Eisenphosphat-Batterie, also eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie. Und gut daran ist, dass da eben kein Kobalt, kein Nickel und auch kein Mangan gebraucht wird, für was ja Ressourcen sind, die relativ schwer zu bekommen sind und irgendwie auch endlich sind. Jetzt schauen wir da vorne noch das Infotainment-System an und da gibt es verschiedene Ansichten. Wenn ich hier drauf klicke, habe ich so eine Shortwall-Liste, kann mir die Temperatur einstellen, kann die Lüftung einstellen, habe hier dann auch eben die Sitzheizung, sehr interessant, sehr gut, wir haben eine Sitzheizung. Und Bresono ist die, der Luftfilter hier und den können wir jetzt in verschiedenen Farben einfach anklicken. Und schaut euch das mal an, jetzt wird das Moos nämlich rot. Ich kann das auch in einem Lila noch machen, das müsste jetzt dann lila werden. Orange gibt es dann auch noch, CarCrash Orange. Sehr interessant. Ich finde aber grün bzw. blaugrün jetzt hier am schönsten, passt am allerbesten. Was haben wir hier jetzt noch? Wir haben jetzt hier noch alles zum Laden. Ist natürlich interessant. Haben jetzt hier, wenn ich auf Laden klicke, dass die Ladeklappe offen ist. Wie gesagt, das, was wir vorne auch schon im Cockpit sehen, haben jetzt hier auch noch ein Charging, was wir planen können und können aber auch entladen. Und das ist ja das, was ich vorne gezeigt habe. Und hier ist interessant, hier könnt ihr entweder Vehicle-to-Vehicle klicken, also mit dem Typ-2-Stecker, oder Vehicle-to-Device. Das heißt, hier könnt ihr dann eben euren Föhn oder sowas benutzen, was ich beim Camping oder so ganz schön cool finde. Hier habt ihr dann noch ganz viele Statistiken. Ich glaube, die sind jetzt nicht repräsentativ, deswegen zeige ich euch das jetzt nicht. Hier habt ihr dann auch nochmal Statistiken und hier habt ihr dann auch nochmal die Info, wo ihr jetzt wie viel Solarenergie gewinnt. Und aktuell ist nur das Dach angeschlossen, deswegen stand da gerade was. Die anderen sind jetzt nicht angeschlossen. Wenn die Sonne aber gleich wieder ein bisschen mehr rauskommt, wird hier auf jeden Fall wieder eine Wattanzahl stehen. Ihr könnt es euch auch in verschiedenen Tagen anzeigen lassen, bis hin zu einem Monat. Wie gesagt, wir haben ein Vorserienmodell. Apple CarPlay, Android Auto soll es auch fähig sein. Das heißt, ihr könnt ihr euer Handy verbinden und es wird kein Navigationssystem geben, sondern eben das Handy soll das machen. Macht für mich absolut Sinn. Ich benutze meistens auch das von unserem iPhone. Jan und ich machen das eigentlich immer. Dann habt ihr hier noch alles zur Musik, habt hier wie gesagt eben die Verbindung zum Telefon und hier habt ihr eben noch mal ein paar andere Einstellungen, die ihr machen könnt. Und eine Sache, die ich euch jetzt noch zum Schluss zeigen möchte, ist, dass es auch eine App gibt, die super interessant ist. Ich mache hier mal ein bisschen heller, genau. Und was könnt ihr mit dieser App alles machen? Ihr habt jetzt hier erstmal den Knopf, um alles zu- und aufzuschließen. Jetzt hat er gerade vibriert, jetzt ist das Auto wieder auf. Habt hier auch nochmal die Information, wie stark die Klimaanlage eingestellt ist, wie viel Watt gerade die Solaranlage lädt. Habt hier auch bei MyZio noch ein paar Informationen, habt bei Charging ein paar Informationen. Ihr seht, da vorne könnt ihr eben auch die Ladeklappe aufmachen und habt hier bei Statistiken dann in Zukunft auch Statistiken. Aber wie der Bayer ja schon sagt, da ist nur nichts, aber das kommt schon noch. Wie findet ihr mein Bayerisch? Schreibt es in die Kommentare. Was wir jetzt machen, ist mal gemeinsam losfahren und dann schauen wir mal, wie komfortabel der sich jetzt fährt. Kommt mit! Weiter geht's jetzt mit der Fahrt und ich bin schon ein bisschen aufgeregt, denn Jan hat gerade gesagt, wenn du jetzt hier irgendwie auf einen Poller fährst oder sowas auf dieser abgesperrten Strecke, dann machst du mehrere Millionen Euro kaputt.
Aber ich bin überhaupt nicht aufgeregt, juckt mich gar nicht. Und was wir zuerst machen, ist hier Mercedes-typisch so ein bisschen diesen Hebel nach unten ziehen. Da vorne springt das D rein und wir können jetzt losfahren. Die Rückfahrkamera kann ich euch leider noch nicht zeigen. Ich gehe jetzt hier runter von der Bremse, leicht aufs Gas und ihr hört jetzt so einen spacigen Sound. Ja, das ist der Sound vom Sono Sion. Ich finde, der Sion hört sich auch so ein bisschen asiatisch an. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das auch so findet. Und jetzt sprechen wir hier übers Fahren. Erstmal konnte ich mir den Sitz jetzt noch nicht perfekt einstellen. Ich habe jetzt hier auch das Lenkrad noch zu hoch. Mein Fiat 500 Uno Lenkrad, mein Fiat Uno Lenkrad von damals. Aber was ich jetzt schon mal merke ist, es knarzt alles ein bisschen, aber sonst ist das Fahrwerk wirklich gut. Ist übrigens auch von Nico Rosberg und seinem Team. Hier sind jetzt mehrere Beteiligte an diesem Auto dabei. Heißt Firmen aus Schweden, Firmen aus Finnland, aus China, aus Deutschland, Bosch zum Beispiel oder auch Continental und eben auch Nico Rosberg. Und ja, mein erstes Gefühl ist jetzt hier erstmal ganz gut. Ich habe eine gute Rundumsicht, ich sehe nach vorne sehr gut, ich sehe nach hinten sehr gut. Obwohl ich da hinten diese kleine Heckscheibe habe, stört mich das überhaupt nicht, denn ich sehe eigentlich alles, was ich brauche. Kann also den Platz da hinten, den ich dann auf der Heckklappe habe, durchaus nutzen, um da eben die ganzen Solarpanel nochmal drauf zu machen. Und was wir jetzt gemeinsam machen, ist jetzt noch ganz schnell, auch wenn die Leute hier von dem Startup Sono Motors das vielleicht nicht so gerne sehen, mal gemeinsam beschleunigen. Beschleunigungswert liegt ja bei 9 Sekunden und dann schauen wir mal, was der so kann. Zumindest mal auf 50, wenn wir es schaffen. Und ich drücke jetzt einfach mal aufs Gas. Ja, der geht schon ganz gut vor. Bremsen funktionieren auch ganz gut. Das Auto macht jetzt soweit ganz gut Spaß. Und was besonders Spaß macht, ist, durch die kurzen Überhänge, zeige ich euch jetzt nämlich, ist der Wendekreis. Und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Heißt, ich schlage jetzt komplett ein und ja, ich komme hier ziemlich gut rum. Heißt, dieses Auto ist auch easy für die Stadt. Ich kann jetzt hier komplett im Kreis fahren. Ich kann den Wendekreis euch jetzt leider nicht mit Zahlen beziffern, aber er fühlt sich auf jeden Fall gut an. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich hier mit dem Auto mit 4,47 Meter Länge gut in der Stadt vorankommen würde. Ich könnte auch parken, habe wie gesagt sehr gute Rundumsicht und das Fahren fühlt sich auch komfortabel an. Und bei dem Auto geht es doch eigentlich ums Konzept, oder? Der Verbrauch ist jetzt angegeben bei 16 Kilowattstunden. Ob das wirklich so ist, kann ich euch jetzt bei meiner kurzen Testfahrt nicht sagen. Reichweite ist ja angegeben bei 305 Kilometer. Ich schätze, dass man ungefähr 280 Kilometer weit kommt. Was ich aber sehr, sehr gut finde, ist, dass jeden Tag eben durch Solarenergie optimalerweise 35 Kilometer dann nochmal reingeladen werden. Und das ist sozusagen ja eigentlich so die Durchschnittslänge von so einem Durchschnittspendler, was der so am Tag braucht. Das heißt, wenn ihr Glück habt, könnt ihr die ganze Zeit mit Solarenergie fahren. Finde ich ein gutes Konzept, aber was wir jetzt machen, ist zurückfahren und ich zauber euch noch ein Fazit. Kommt mit! Weiter geht's jetzt mit meinem Fazit und ja, Jan macht mir gentlemanmäßig jetzt erstmal die Tür auf und dann kommen wir zu meiner Meinung und ja, zu meinem Resümee nach dem Tag heute. Und erstmal das Konzept finde ich sehr gut. Warum? Es macht für mich total Sinn, dass ihr euer Auto auch mit Solarenergie laden könnt und die Leute von Sono Motors haben sich das getraut, gehen da ein großes Invest ein, haben mittlerweile auch 200 Mitarbeiter, müssen aber noch 150 Millionen Euro einsammeln. Das ist eine große Menge, aber konnten jetzt eben schon 13.000 Kunden dafür überzeugen. Die mussten jeweils 3.000 Euro anzahlen. Und in dieser Tour, wo wir jetzt hier auch dabei sind, kann man sich den schon mal als Prototyp anschauen. Ihr dürft euch jetzt nicht davon abschrecken lassen, dass hier die Spaltmaße noch relativ ungleichmäßig sind, zum Teil sehr groß sind. Auch die Abdeckung jetzt hier der Panels ist noch nicht perfekt. Es ist wie gesagt eben Prototyp, aber die wollten euch da draußen dieses Auto schon mal zeigen und erstmal checken. Ich mag das Konzept, weil euer Auto könnt ihr da auch mit Solar eben wieder aufladen bzw. eben Strom gewinnen. Warum sollte man das eben bei einem elektrischen Auto nicht auch machen? Innenraumkonzept finde ich auch sehr interessant, vor allem eben hier mit dem Moos da drin. Es ist mal was komplett anderes. Dieses Auto ist komplett anders gedacht. Ich stehe da drauf und sonst ist es sehr puristisch, was auch eben zu dem Konzept passt. Jetzt sprechen wir aber über den Preis und der soll jetzt ab 2023 dann in Serienproduktion gehen bzw. eben kaufbar sein und dann für 25.500 Euro erwerbbar sein. Das ist ein sehr, sehr guter Preis. Ob man bis dahin bei diesem Auto dann auch die Förderung von 10.000 Euro bekommen wird, weiß man zu diesem Standpunkt noch nicht, aber dann würdet ihr bei einem Preis von 15.500 Euro liegen. Falls euch das zu teuer sein sollte oder ihr bis dahin ein anderes Auto sucht, dann schaut gerne mal bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbei. Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleicht für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Hier seid ihr aber gelandet bei The Car Crush Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir. Abonniert gerne den Kanal, würde uns tierisch freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Bis dann!